Katze hat einen Drop gemacht. Hier ist immer noch Essen auf dem Herd. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, huh, rausgekommen. Voll hängen geblieben gerade an so einem scheiß Baumstamm. Oh nein. Ah, ich kann nicht mal meine M60 punchen. Mal so nebenbei, habe ich wenigstens was zu tun hier. Ja. Während ich nicht mathematisch unterwegs bin. Achso, ja, ich find, wo sind die anderen Uhren nochmal? Ich glaube, der Zombie ist gerade hinter ja, dir. Ja, ich merke schon. Ja. Okay. Also, eine ist hier. Bei der Kitchen. Ja, ach ja, genau. Ja, ich bin da. So, du hast jetzt bislang erst eine eingestellt oder zwei? Ja, aber es sind alles die gleichen Formen, sehe ich gerade. Okay, das macht dann wahrscheinlich wenig Sinn, oder? Weiß nicht, ich kann es mal versuchen, überall 5 einzustellen. Da kommt überall 5 raus dann. Weiß nicht, aber kannst du den Zombie mal nehmen dann? Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich komme gleich mir. Zu dir. Ich kann ihn einfrieren, wenn du willst. Wenn es hilft? Nee. Oh, sorry. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ja. Oh, für ihn ist. Wo ist die dritte? War nicht irgendwie Richtung Anfangsraum oder so? Nee, da war ich schon, glaube ich. Ich suche mal mich. Uiuiui. Oder hier unten bei der Grabkammer. Da ist eine, die habe ich aber schon. Achso. Ah ja, ich sehe es. Okay. Ich bin immer relativ am Anfangsraum. Ganz am Anfang im Haus oder so. Nee. Ja, ich weiß wo. Ja, nee. Hier bei den Hütten. Echt? Ja. Jo. Und? Reingeplumpst. So long. Ich bin hier stets auf den Fersen. Ich bin dein Bodyguard. Geil. Weil du bist ein Mathe-Genie. Aha. War ja auch so schwer. Ja. Ja, also ich könnte es nicht lösen, aber. Doch, das hättest du auch geschafft. Hm. Okay, das wird es wohl nicht sein. Mit der 5? Nee. Okay. Dann gucke ich eben. Obwohl, warte. Also hier kommt für. Nervt doch nicht. Warte, du hast ja nicht. Hier steht halt. Warte mal. Naja, okay. Hier steht halt, für X kommt halt was raus und darunter steht halt aber noch eine andere Formel. Die muss man da auch noch ausrechnen. Okay. Bam. Nee, die ist es auch nicht. Wo war denn noch eine Uhr? Ach so, unten.
Gott. You're dead. Alex? Ja, ich bin hier. Ich wurde gerade gehittet und so und die Tafel hat sich gerade geändert. Welche Tafel? Neben mir an naja, da wo die. Naja, du weißt schon. Da wo das Rechen-Dingensbums draufsteht. Da ist eine andere Form, oder? Ja, ja, es ist was anderes. Komm mal. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei jeder Tafel irgendwie machen müssen. Das hat sich gerade geändert, das Bild. Aber dasselbe, ne? Echt? Ja. Es ist voll dumm, dass wir hier stehen, beide. Ja, ich hau ab. Ja, ich versuch halt auch. Noob. Ei, ei. Man hört nur so, und auf einmal nur so. Dieses Perk ist einfach auch richtig OP, ne, mit der Explosion. Oh. Außer man legt sich aus Versehen hin vor den Zombies. Irgendwas muss man mit den Uhren machen. Aber. Okay, hast du auch einen Perk bekommen? Ja. Oh, ich habe sogar Banana Colada, geil. Ich weiß nicht. Das, ich habe den letzten. Ja, weil dann gucke ich mal eben, was wir machen müssen. Was ist dieses Orangene, wo der Typ springt? Ja, das ist das mit der Explosion, was ich habe. So, also der Schritt ist es. Go to Clock 1 in the basement next to power. Das war da unten, wo wir eben waren. Ja. Let a zombie hit you at least once. Then look at chalkboard next to clock and change the clock to the corresponding number that the small red equation equals. Red? Was ist denn da rot? Red. Gucken. Irgendwas kleines Rotes. Guck. Mann, das hätte ich aber cooler gefunden, hätte man das ausrechnen müssen. Ich hab's gesehen, aber der musste mich mehr als einmal hitten dafür und dann musste ich weg. Ja, jetzt, wir müssen das zu zweit machen. Was, guck mal. Ja. Tötet immer oder lauf ihn weg oder so. Oh. War zu spät. Das hast du gerade erst bei Spiel gesagt, warte. Can't shoot with a bullet. So, was soll er jetzt hitten? Lass du dich hitten, ja. Wie oft? Dann aufs Bild. Ah, da stand gerade was. Ich hab's was gesehen. Oh, jetzt finde ich auch in der Ecke. Da war ganz kurz irgendwas, so ein kleines rotes Kästchen da an der Stelle. Wäre viel cooler gewesen, hätte ich mal so ausrechnen müssen. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was da stand, Alter. Ja, das stimmt. Hit you at least once, then look like sharkboard. Passiert nichts. Passiert nichts. Ah, bloody tot. RIP, Alter. Du gehst auch drauf, oder? Ich hab halt noch keinen Jugger. Also ich lebe noch. Ja, das war's. Alter, ey. Den Schritt check ich noch nicht. Man hat ganz kurz was gesehen. Aber das war heavy. Gehen wir wieder zu den Uhrenstep. Hey. So. Hast du schon Jack? Nee, ich mach das ohne Jack.
Ja, besser ist, weil ich hab schon Jack. Ja. Du musst nur den Zombie dann abnehmen, wenn ich einen Bloody hab. Also ich mach das jetzt hier oben. Ja, ist Lass mir ja jetzt einen lange Bloody hauen und renn dann runter. Okay. Oh. Yeah! Vorführeffekt! genug. Und das ist der Grund, warum ich noch keine Perks gekauft habe. Auch nicht das für 4000? Eigentlich ja schon, aber irgendwie ist es ja weg. Junge, Junge, Junge! Mach keinen Scheiß! Ey, nicht schon wieder! Ich habe Diggi! einen getötet. Ja, renn, renn, renn mal weg erstmal. Nimm den Zombie erstmal ganz in Ruhe. Ich glaube, ich komme vielleicht Kriegsrival. Dieser Step ist auch richtig scheiße einfach, ne? Nein, er ist Ich, richtig also, kacke. die Idee ist richtig cool, aber die Umsetzung ist so richtig scheiße. Also, lass mich mal hier rein. Dann versuche ich mich jetzt mal hitten zu lassen. Kann ich hier so dann rumlaufen? Ja, kann ich. Hey, Zombie. Okay, 3 plus 7, 10. Ich Sicher? stelle ein, ja, sicher. Mensch. Ich stelle die Uhr ein. Bin Zack, wieder weit. 10. Umstellen. So, Cafeteria. Cafeteria. Hinten ist er. Da ganz, ganz hinten ist er. Ist irgendwie ein Schildteil oder so? Ne. Come on! Hau mich! Come on! Na? Jawohl. So. 5 mal 2. Schon wieder 10. Zack, so und in die Cabins. Und dann hoffen wir mal, dass dieser Schritt jetzt funktioniert. Ansonsten treibt mich diese Map einfach zur Weißglut. Dann weiß ich nicht, ob ich noch die nötige Kraft besitze, Um die nochmal zu restarten, ne? Ja. um das nochmal zu machen. Ey, ohne Witz. Das ist einfach echt so. Weil das kann doch nicht zweimal hintereinander passieren. Yeah, Bloody, ich bin auf dem Weg. Schon wieder 3 plus 7, 10. Das, ohne Witze, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach immer 10 ist. Das ist so voll strange. Aber ich will Jetzt den es Knopf drücken, ich ne? will's probieren, ja, weil ich will mitkommen, ich will mitkommen. Okay, Ich hoffe einfach, dass es ich warte, ich warte. funktioniert. Ich will einfach nur hoffen, dass es Hast du funktioniert. die Sicherung reingelegt? Ja, ganz gewiss. Sonst könnten wir den Schritt ja gar nicht machen. Okay. Ich hab noch nicht. Es hat funktioniert. Halleluja. Oh mein Gott. So, ich glaube, warte, die Sicherung. Ach so, ich glaube, da ist jetzt die zweite Sicherung rausgekommen unten, ne? Wo Ja, wir das schon, stimmt. wo wir die erste, glaube ich, geholt haben. Okay. Ja. Meine Fresse, endlich ist dieser Schritt geschafft. Ja, da ist eine Sicherung. So, jetzt müssen wir nach Halleluja. Easter Egg Guide arbeiten, weil alles andere ist zu heftig. So. Now place the second fuse in the machine behind the panel or near Mule Kick. Wo ist denn Esels Tritt? Ach so, dies ja ist hier bei dem, wo wir gerade das Ding aktiviert haben. Da ist Mule Ja, Kick. machen. Hab ich. Ah, hast du, okay. Shoot 5 golden birds at the following locations. Look directly at Banana Colada, then look up to the roof of the building. Oh, Zombie! Oh. Kauf mir eben eine Waffe. Ja, Mama. Okay, wir müssen jetzt 5 goldene Vögel abschießen.